Der Marc von Bilderstudio Wien ist hier und die Valentina ist immer. Hallo. Laura ist immer noch da, ist immer noch lustig bei uns. Und wir machen gleich nonstop weiter mit dem Bauen ein bisschen Teil 2. Wobei du natürlich als eigenes Video, wie gesagt, eins bekommst. Aber wie gesagt, das möchte ich so haben, dass jeder seinen Part. So, Valentina hat natürlich schon alles jetzt mitbekommen, was abgelaufen ist, was natürlich die Sache für dich vielleicht ein bisschen erleichtert. Hast du trotzdem noch eine Frage, die du jetzt stellen möchtest? Nein. Nicht? Nein. Aber doch, zu ja. Jogginghosen, die ja. höher sind, kann ich mir die trotzdem anziehen, weil die sind ja leiser gekauft. Brauchst du dein Wasser noch? Ach, ja, genau. Ist auch eins? Nein, danke. Da ist ein Knopf dran. Da ist ein Knopf dran, richtig. Wann ist die Antwort, was? Ist die Antwort, wie heißt der? Ja, ja. Ja, genau. Nur noch eine Frage. Leggings auch, übrigens. Strumpfhosen auch. Ja. Außer der Bund. Alles. Nein, dann gehe ich nur noch mit Strumpfhosen rum. So durchsichtig, gell? Ist ja momentan total Trend. Aber wenn alles, was genau draufdrückt, aufs Piercing, sei es eine Jogginghose, sei es eine Leggings oder eine Haare, was wirklich draufdrückt, das ist immer schlecht. Wenn es wieder drüber oder drunter ist, geht's. Ja? Okay. Das ist die Regel. Gut. Und ich habe Diabetes, macht das jetzt irgendeinen Unterschied? Nein. Okay. Also die Wahrheit, die Wahrheit ist die, natürlich gibt es dieses Thema mit Diabetes. Und eigentlich hast du eine schlechtere Wundheilung, sagt man, ja? Typ 1, oder? Ja. Das sagt man, dass du schlechte Wundheilung hast. Faktisch ist, dass ich genug Kunden habe, die Diabetes Typ 1 haben und eine bessere oder gleich gute Wundheilung haben als andere. Es gibt natürlich auch sicher den Diabetes Typ 1, der wirklich eine schlechtere hat. Du nimmst ja was, oder? Also hast ja. Irgendwie, hast du einen Dingsbums irgendwo? Ja, ja. Ja, genau. Ich finde die Dinger irgendwie schon cool, ja? Naja, das geht so. Ohne wäre es halt cooler, aber... Kann man die Pumpe nicht mal fest machen? Naja, ich könnte es am Rücken oder auf Oberschenkel. Oder am Bauch, aber am Bauch ist jetzt nicht so... Kann das irgendwas? Kann das Musik abspielen oder so? Oh, oder leuchten oder LED? Irgendwas cooles. Warum kann man das nicht für die Leute, die das haben, was wie die Zange angefasst? Habt ihr das gesehen? Ich habe die Zange mit den Händen angefasst. Kann man gar nicht. Nee. Das ja. ist verboten. Das ist verboten, deswegen haben sie davon entfernt. So, nee, also von lauter Diabetes, ja, ist in Wahrheit eine Scheißkrankheit, brauchst du nicht. Aber wenn du sie hast, kann man mit super damit leben, oder? Macht jetzt nichts aus, lebt ganz normal weiter, lebt dein Piercing ganz normal, alles wird gut. Okay. Ja? Das ist kein Grund, nicht zu stechen. Trotzdem, wenn ich sowas auch sage, immer fragt euren Arzt dazu und sonst was könnt ihr gerne machen, aber würde jeder Arzt sagen, dass das kein Thema ist. Glitzerstein bei dir auch? Also das mit den zwei Glitzersteinen, würde ich gerne. Upgrade, ja, so mache ich das. Nein, also ich muss sagen, ich gebe es zu, ich mag es einfach, wenn es glitzert. Ja, ich auch. Das ist mit zwei Steinen, das ist mit einem Stein hier und du hast es mit zwei Steinen. Ja. Weiß, hellblau oder rosa? Könnte alle drei mal sehen. Alle drei, na gut. Was sagt er, ich habe heute meinen 3-Tage-Bart weg. Fällt dir das auf? Super. Nee, ne? Fällt dir nicht auf, oder? Ja. Nee. Warte, ich sag's dir. Okay. Hm? Dein Tagebart? Ich finde mit Bart besser. Ehrlich sein, wirklich ehrlich ja. sein, ja? Ja. Mit Bart? Und dann ist so ein gerupftes Hühnchen, Alter. Ne? Also, was findet ihr besser? Mit Bart? Ja, ja. Schaut dann männlich aus. Also nicht, dass es so jetzt unmännlich ausschaut, aber es schaut jetzt halt männlich aus. Warum blinkt das komisch? Das ist immer eine Kamera blinkt. So, geht wieder. Die Kamera hat geblinkt, zum Glück gucke ich drauf, weil der. Die SD-Karte war voll. Ich habe 500 GB SD-Karte schon wieder voll. So. Zum Glück reden wir drüber. Also, ihr findet es mit 3 Tage Bart besser. Ja. Gut, ja. Dann seid ihr genauso wie meine Frau. Die hat es auch gesagt. Die sagt, das sieht irgendwie komisch aus. Ich habe es ehrlich gesagt wegen meiner Tochter gemacht. Die hat immer so gesagt, Papa, deine Dings. Ja, wir brauchen doch, ich brauche es gar nicht schicken. Was die ist haben das jetzt die eigentlich? Sachen. Ja, das ist die Rohrpost. Die haben jetzt extra die Sachen schon drüben geschickt, um jetzt zu signalisieren, dass der jemand ist, zum Wechseln. Dass der wartet, um mich zu beschleunigen. Aber das funktioniert nicht, weil ich nehme für jeden Kunden wirklich so viel Zeit, wie wir brauchen. Die wollen alle früh nach Hause, aber heute ist lang, heute wird es lang. Nee, meine Tochter habe ich, die sagt immer, Papa, du stachelst so beim Bussi gehen. Dann habe ich mir gedacht, komm, heute Abend, am Sonntag, dachte ich mir, komm, wir machen mal den 3-Tage-Bart weg, mach Papa mal den ganzen alles mal glatt für die kleine Maus. Und sie fand es dann auch gar nicht viel besser. Und ich muss sagen, persönlich, er wächst ja schon wieder. Gestern sah es noch schlimmer aus. Persönlich muss ich sagen, fühle ich mich ohne 3-Tage-Bart mittlerweile auch. Also ich finde, es steht mir auch besser. Aber es macht jünger, finde ich. Gut, ich bin ja völlig ein alter Sack. Könnte ja nicht. Ja. Könnte eigentlich mit 41 könnte ich eigentlich schon von einer 15-Jährigen der Papa sein. Ey. Ja.
Ja, sicher. Also mein Vater ist... Peinlich. Hat er sowas in der Art. So, willst du dich einmal umdrehen, dass wir irgendwie da unten reinwuseln, dass man nicht irgendwie gleich alles von dir sieht? Also dass dann dein BH oder so einfach das ist. Kann ich da einen Knopf einfach machen? Was du machst, ist mir egal, Hauptsache das ist weg. Zieh mich da direkt aus. Oh, kein Problem. Bei uns im Kanal ist alles erlaubt. Aber solche Nippelfüße und so, das wird nicht gefilmt. Natürlich. Aber ach, sieht man doch nichts, oder? Ja, natürlich, ist komplett alles. Aber ihr seid ja, habt ein Altersfilter, ne? Naja, klar. Schalte nach. Gehen wir erstmal auf den Kanal und schauen, ob du überhaupt den abonnierst. Wenn du den nicht abonnierst, kannst du das gleich Hausverbot. Ja? Nee, aber guck mal nach. Und das Problem ist, bei YouTube, also sind, wir haben Altersfilter, ja, machen wir auch. Jetzt gerade. Hab ich vergessen, aber jetzt ist abonniert. Ja, jedes Mal, wenn wir die Videos schauen, sind wir immer noch aufgeregt. Da ist man immer. Aber die Brustmüsse haben ganz viele online. Mit Gesicht? So. Ja. Ganz viele. Eins hat sogar 1 Million Klicks mit Christina. Das ist eine Mama von 2 oder 3 Kindern, glaube ich, Christina, oder? Das ist schon lange. Kannst du es kommentieren kurz? Und ja, die hat schon immer 1 Million Klicks jetzt geklickt, letztens, ja. Ich gebe es einfach ein, oder? Geh mal einfach ein. Der Piercing Stubin hast du doch, oder? Ja, und dann? Such mal nach Brustwarzenpiercing. Okay. So. Aber nochmal, ihr habt ja ein Alter angegeben, irgendwo bei deinem Telefon oder auch beim YouTube angegeben. Ja, aber dann habe ich schon 18 gemacht. Mich wundert es eben auch, warum, also ich will ja niemanden anstiften, dann gebe ich da freiwillig, man will ja immer älter sein, also da muss es finden. Ja. Wir haben Kinder eben, wo die Eltern das quasi das Telefon einrichten. Ja, aber das machst du bei keinen 15-jährigen Kindern. Ah ja. Naja, aber man muss echt aufpassen, ihr guckt heute viel zu viel Schweinkram schon. Das stimmt. Und es wird auch so schnell gesehen, oder? Also ich will jetzt gar nicht fragen, aber ihr habt da sicher schon alles gesehen, was es so gibt, oder? Ja. Das ist schlimm, aber Aufklärung braucht aber euch keine mehr, ja? Aber das ist halt schon ein Thema. Also ich bei meiner Tochter wird schon in so einen Filter setzen, glaube ich. Ja. Aber ich habe mit 15 keine Chance, sagt Papa, pass mal auf. Ich glaube, die hackt's. Das ist in der Schule dann schon, ja. Genau. Aber mit den jüngeren Jahren schon. Also wir haben auch viele 10-, 12-Jährige im Kanal, die sehen das nicht. Weil die Eltern das halt dann blockieren. Das ist auch richtig so, ihr braucht nicht alles sehen, Kinder. Ihr werdet alle irgendwann erwachsen. Valentina, schaust den Spiegel an und siehst den oberen Punkt, den unteren. Oh. Genau. Dann darfst du dich hinlegen. Hast du es gefunden? Ja, es ist schon echt schmerzhaft aus. Wirklich? Also ich mir jetzt nicht wehgetan. Beim Stechen. Ja, beim Stechen. So. Willst du Hand halten, Valentina, mit ihr? Nein, also aber kann ich jetzt auch alles, weil ich habe... Ich habe doch, dass du nicht so komisch behindert da sitzen. Das ist alles plötzlich. Ich habe jetzt das Rosa und das Blaue noch nicht gesehen bei den Steinen. Schnurrgläschen. Ich habe es vergessen, weil ich gesehen habe. Blau, Rosa. Ehrlich, wenn du schon sagst, du wirst wahrscheinlich sagen, du bleibst bei Weiß. Ja, nein, ich bleibe bei Weiß. Ja. Es sind schöne Farben, aber die Leute, die blau oder rosa wollen, sind immer die gleichen Kunden. Die kommen rein und sagen gleich fix, ich will es in rosa. Die überlegen gar nicht. So, also, dann sind wir startklar. Ja. Dann stechen wir das Ganze mal. Und los geht's. So. Was richtig? Ja. Valentina, von der Pflege auch für dich. Und dann Spray und Gel. Erst einsprühen, einwirken lassen. Ich habe es ja gerade im anderen Video schon erklärt. Erst einsprühen, einwirken lassen, mit der Küchenrolle reinigen und das Gel nehmen. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung. So. Und dann das Piercing vor und zurück bewegen. Ja. Wow, ich habe Angst. Dir eine Frage. Was willst du fragen noch? Warte, ich möchte das zuerst sehen und fragen. Oder soll ich zuerst fragen? Weil das ist wichtig zuerst. Was immer du willst. Ich kann auch stechen, während du fragst. Das ist mir vollkommen egal. Nein. Keine Angst. Ich würde es dir nicht erlauben, wenn ich es nicht könnte. Das sind sehr wenig, ich habe Angst. Oh, oh. Valentina, schau mal, ganz locker bleiben. Es ist alles gut, es ist dein erstes Piercing und es wird ein Klacks. Das war's. Ich das ist letztes Jahr noch gar nicht wahr. Also ich muss sagen, es gibt fast nichts Schöneres, als so ein Mädel das erste Mal in ihrem Leben zu piercen. Da sind die Emotionen noch so da. Nicht wieder. Nicht, oder? War ich also gerade nur schlimm vorgestellt. Man erschrickt halt einfach. Das war's. So, was sollst du fragen? Kann ich heute noch ohne Shampoo duschen gehen? Ja. Ja? Also ohne Shampoo geht. Ich sage immer in den Videos, am nächsten Tag erst duschen, damit meine ich ja mit Shampoo, mit allem drum und dran. Ja, einfach nur so mit Wasser. Und ohne Shampoo, ja, und Bodylotion dann bitte auch weglassen. Ja, so, Valentinchen, ja, bitte schön. Du kannst ganz normal aufstehen. Ich bitte darum, gar keinen Blödsinn machen.
Oh. Weil die Leute oft sich so komisch bewegen, die stehen ganz normal auf. Zieh ein bisschen die Hose hinten nochmal. Ja, ich tue generell ein bisschen die Hose nochmal. Ja, aber wie ist es jetzt? Soll ich die einfach offen lassen und gehen? Oder? Zieh es runter ein bisschen. Das schauen wir uns jetzt. Also, hast du Frage zur Pflege rein, oder? Nein. Bleib mal kurz zu mir stehen. Tür, ja, Tür. Nee, man denkt, die Leute denken, das ist schief. Natürlich ist es nur einfach ganz frisch im Bauchnabel. Jetzt ist es schön gerade. Für alle, die meinen, es wäre vielleicht schief gewesen. Da haben wir es. Und wieder zurück. So, jetzt probieren wir mit der Hose. Jetzt mal ausmachen, mal zu. Ja. Du ziehst ja die Unterhose auch gleich wieder mit. Unabsichtlich, aber mach ja nichts. Alles gut? Ja. Mach so, ist gescheiter, ja, wenn du drauf drückst. Und bitte kommt doch einfach mit Jogginghosen oder mit was rund, was tieferem, Kinder. Ich sag's doch in diesem Video. Macht kann euch doch nicht selber schwer. Ein bisschen runterdrücken? Oder ich will nicht selber machen. Nee, würde ich nicht. Deins ist perfekt. Dein sitzt nur anders, weil du in einem Bauch hast. Die hat einfach eine tiefere, eine andere Form. Ihr sitzt einfach tiefer drin. Deins ist ein bisschen oberflächlicher. Das ist einfach jede Nabelform anders. Ihr habt den gleichen Stecker drin, aber sieht bei jedem anders aus. Na gut. So, ihr Lieben, dann sind wir fertig. Ja. Also, danke euch. Danke. Einsprühen, einwirken lassen, Küchenrollen reinigen, Gel drauf tun, fertig, tschüss. Das war die Pflege ganz kurz und knackig. Dankeschön. Kommt mal her, sagt mir noch tschüss im Video. Also, tschüss. Valentina und Laura, hat mir echt Spaß gemacht mit euch zwei. Danke. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss, Baba. Tschüss.